Die Überprüfung der Fernwärmepreise der Rostocker Stadtwerke durch das Bundeskartellamt ist abgeschlossen. Der Verdacht auf überhöhte Preise konnte nicht erhärtet werden. Das Bundeskartellamt hatte 2013 gegen mehrere Fernwärmeversorger in ganz Deutschland ein Verfahren eingeleitet. Daten wie die Liefermenge, die Größe des Netzes, Preise und Erlöse wurden unter die Lupe genommen. Während einige Unternehmen zu Rückzahlungen oder Preissenkungen verpflichtet wurden, ging das Verfahren für die Rostocker Stadtwerke AG positiv aus. Naja, so ein Verfahren ist ja dann doch immer nicht ganz so einfach für ein Unternehmen. Und das ist natürlich eine sehr positive Nachricht, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch für unsere Kunden, dass wir dort im Grunde freigesprochen wurden. In dem Verfahren wurde auch deutlich, dass Rostock im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten einen niedrigen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser hat. Dies sei zurückzuführen auf die energetische Qualität der Gebäude und der Heizungsanlagentechnik. Ja, wir setzen natürlich auch die modernste Technik ein bei der Heizungstechnik. Die Anlagen sind alle modernisiert. Auch die Wohnungswirtschaft hat ihren Anteil daran bei der, sag ich mal, Sanierung ihrer Gebäude. Und das alles führt dazu, dass wir hier einen relativ niedrigen Verbrauch haben. Gepaart mit angemessenen Preisen haben wir so eigentlich eine vernünftige Situation, was die Fernwärmeversorgung in Rostock anbelangt. Um die Effizienz in der Wärmeerzeugung zu erhöhen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ist der Energiedienstleister unter anderem dabei, leistungsfähigere Gasturbinen in die Gas- und Dampfturbinenanlage auf dem Betriebsgelände in Marienehe einzubauen. Die neuen Modelle des Herstellers Siemens sind die ersten, die in Deutschland ausgeliefert wurden.